Zum 5. Mal fand er statt, der Marktspiegelbrunch auf dem Nürnberger Altstadtfest. Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nutzten das gemütliche Miteinander nach der Sommer- und Urlaubszeit. Die Kunden, die Freunde, die Partner des Hauses kommen wie beim ersten Mal sehr, sehr gerne zu uns. Sie freuen sich, obwohl es Sonntagvormittag ist. Aber es ist eben gelernt, man kann in einem ganz ruhigen Rahmen mit wunderbaren Gästen leckeres Essen hier genießen. Und das ist das, warum wir dieses Fest hier, oder dieses kleine Fest hier, immer noch veranstalten. Bei Festwirtin Sissi Kleinke-Kühne kamen kulinarisch alle auf ihre Kosten. Wir servieren heute eine schöne, deftige Brotzeitplatte. Danach gibt es Spanferkel oder Kalbsachsenfleisch oder frische Pfifferlinge in den Rahmen. Und dann gibt es einen Quarkstrudel. Und in Sachen Bier, was ja zu den fränkischen Grundnahrungsmitteln zählt, war auf die Brauereien Erdinger und Hauf Verlass. Traditionell wird mit dem Altstadtfest der fränkische Herbst eingeläutet. Und das bedeutet nicht nur kühlere Tage, sondern auch zahlreiche Pläne für das letzte Quartal des Jahres. Die Gäste haben jede Menge vor. Also wir haben 27. bis 29. die Fashion Days in einer ganz neuen Location. Also richtig coole Designer, gute Mode, im ehemaligen Quellegelände, Quartier Q, Fürther Straße. Also das ist wirklich was, wo man hin muss. Ich möchte meinen Mann ganz viel unterstützen, da man ja weiß, dass mein Mann jetzt aufgestiegen ist in die Bundesliga und wir versuchen mit meiner ganzen Kraft, ihn da den Rücken zu stärken. Ja, das geht schon nächste Woche gleich richtig los. Da stellen wir den neuen Touring vor. Ein wichtiges Modell bei uns in der Modellreihe. Den Dreier haben wir ja schon vorgestellt dieses Jahr im Februar. Jetzt folgt der Touring konsequent. Ja, und so by the way, der Opernball steht auch noch an. Man muss planen fürs neue Jahr 2013. Und es wird ein wenig eine startere Zeit. Und man hat mehr Ruhe, mehr Muse. Wir haben da noch etliche Bauvorhaben, die jetzt so beginnen. Die wollen wir noch heuer noch in Rohbau fertigstellen, dass die Handwerker über den Winter auch eine Auslastung haben. Wir haben jetzt nächste Woche unseren verkaufsoffenen Sonntag und danach fahre ich 14 Tage in Urlaub. Ja, wir haben ja die große Initiative Innenstadt gestartet für die Stadt. Sauberkeit in der Innenstadt und die Fußgängerzone auch neu zu machen oder zu reparieren. Und das ist für den Herbst unsere Aufgabe. 5 Jahre Marktspiegelbrunch, jedes Jahr mit strahlendem Sonnenschein. Und damit es auch beim 6. Mal wieder hinhaut, haben wir nach Geheimrezepten gefragt. Ich habe am Freitag eine Kerze angezündet in der Kirche. Eigentlich für uns als Mannschaft, dass wir Erfolg haben, aber ich denke, der Wettergott hat auch ein bisschen davon abbekommen. Ich habe gestern aufgegessen. Ja, ich habe gesagt, lieber Gott, danke schön. Es ist super. Damit sollte es klappen. Also bis zum nächsten Mal auf dem Nürnberger Altstadtfest.